Leute, ich will mein Aufgebraucht-Video machen und ich muss mich ein bisschen dummeln, also wundert euch nicht. Fangen wir mal mit den unwichtigen Sachen an, zum Beispiel Wattepads. Jetzt haben die von Müller ein neues Design, ich weiß, total spannend, aber ja. Dann habe ich hier mein Spülmittel leer gemacht, das sieht so aus. Das ist das von Denk mit ganz vielen Haaren drauf. ja, ich kaufe mir ja die immer wieder nach. Ich habe jetzt aktuell auch wieder eins. Dann, das ist heute erst Leergang, habe ich ein Duschgel aufgebraucht von Yves Rocher. Das ist das Baumwolle. Das mag ich auch sehr gerne. Ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt. Und ich glaube, ich habe auch kein Backup mehr. Aber ja, ich mochte es sehr, sehr gerne. Aber ich habe eh so viele andere Sachen. Und ich war auch vor kurzem böse. Dann habe ich mir... Nein, nicht habe ich mir. Dann ist Leergang die Wattestäbchen. Beziehungsweise habe ich sie nachgefüllt in meine Box. Ja. Dann habe ich hier eine Maske aufgebraucht, die habe ich auch erst heute leer gemacht. Das ist die Cyan-Maske. Ich mochte die aber jetzt nicht so gern. Also ich finde, die hat jetzt nicht so einen ultra-mega-Effekt gehabt, dass ich sie unbedingt wieder haben will. Außer das da. Das war das Peeling von Balea. Das war super. Das war wirklich super. Ich habe jetzt noch eins von der Veo, aber ich werde mir davon Backups kaufen. Dann habe ich mein Trockenshampoo leer gemacht. Da brauche ich eigentlich nicht so viel drüber reden. Ihr wisst, ich habe da ganz, ganz viele Backups davon. Obwohl es ja noch bei uns beim Beeper gibt, habe ich gesehen. Aber ich habe noch viele Backups. Das kennt ihr auch auswendig. Das ist mein... Ich glaube, das war nur ein Rabe. Das ist mein Augen-Make-up-Entferner. Den kaufe ich auch immer wieder nach. Dann habe ich ein Mini-Duschgel von Yves Rocher aufgebraucht. Sehr Yves Rocher-lastig schon wieder. Ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Ich habe es aber als Badezusatz verwendet, weil ich halt so viel Duschgel habe und das halt aufbrauchen wollte. Dann habe ich ein verwöhnendes Kokosnuss-Badeöl aufgebraucht. Das fand ich aber überhaupt nicht gut. Es war okay vom Duft her, aber es war jetzt nicht das, was ich unbedingt haben wollte in meinem Bad. Klingt das falsch? Es hat halt nicht so gepflegt, wie ich mir das dachte, aber es gibt eins von Body & Soul, das war super und das werde ich mir heute vielleicht nachkaufen. Ich bin eh dann hoffentlich unterwegs und verkack's nicht wieder. Dann habe ich hier das Peeling aufgebraucht von Trestle Moon, irgend sowas. Ja, das Melone. Habe ich, glaube ich, keins mehr, oder? Ich bin mir nicht sicher, aber ich mochte das sehr gern. Obwohl der Peeling-Effekt mir viel zu wenig war, wenn man das von Balea sich nimmt. Also, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich eine Zahncreme aufgebraucht. Die soll ja die Zähne weißer machen. Meine Cousine meint, sie hilft, weil sie sieht bei mir, dass meine Zähne heller sind. Ich aber persönlich nicht, aber... Ja, ich habe jetzt noch eine. Ich habe die Kokosminze, habe ich jetzt noch. Weil das war die Ananasminze und die war sehr, sehr gut. Die mag ich sogar lieber als jetzt die Kokosminze, die ich jetzt habe. Aber ich will eh sowieso alle mal durchprobieren. Ja, dann habe ich die Seife leer gemacht. Das Blöde ist, mir ist sowas Dummes passiert. Ich habe den Verschluss komplett runtergeschraubt und habe es dann so hingestellt, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, meine 5 Minuten gehabt. Da fragt es mich nicht. Ja, auf jeden Fall war das der Fail des Jahres, Ende 2018, weil die ganze Seife fast ausgeronnen ist. Bis auf so ein Stückchen. Und deswegen habe ich sie noch schneller aufgebraucht als gedacht. Ja. Sowas Dummes. Aber was soll's. Dann habe ich noch diese Kokosreinigungstücher aufgebraucht. Die kennt ihr eh. Die benutze ich immer für meinen Schminktisch. Dann eine Probe von Rituals. Die war wirklich gut. Ich habe die erst vor kurzem leer gemacht. Sieht man's? Ich hoffe es. Jetzt. Die war wirklich gut. Und wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir die auch nachkaufen. Aber ich war vor kurzem böse und habe mir andere Sachen gekauft. Also dabei, nein. Dann habe ich die Biotherm-Pflege aufgebraucht. Eine Probe. Die mag ich so gern. Aber die ist mir dabei zu teuer und ich habe eh noch so viel Pflegeproben. Oh, ich habe noch ein Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Okay. Dann habe ich mein Deo leer gemacht. Und das ist das Zuckerschnute-Deo gewesen. Da bin ich echt traurig. Ich glaube, ich habe nur eins. Was? Ich habe auch, glaube ich, nur noch eins in der Arbeit. Als Bäcker. Ich mag das aber sehr, sehr gern. Leider gibt es ja nicht mehr. Dann habe ich leer gemacht von Balea das Rasiergel. Das mochte ich auch. Sorry, ich musste auf die Uhr schauen. Das mochte ich auch sehr gern. Ich habe es jetzt wieder aktuell in Verwendung. Und ich sollte mir Backups kaufen, weil ich glaube, ich habe keine mehr. Dann habe ich meine Mundspülung aufgebraucht. Ihr seht, im Dezember habe ich ein bisschen Gas gegeben beim Aufbrauchen. Da war ich sehr, bin ich sehr stolz auf mich gewesen. Das habe ich auch noch aufgebraucht. Das ist die Mundspülung von der Müller Eigenmarke. Die benutze ich nur, trage keine anderen. Ja, dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Schäbens und ich fand die grottenschlecht. Die war so Gummi, silikonmäßig, also urkomisch. Hat ausgesehen wie ein Kondom fürs Gesicht. Ich weiß, klingt vielleicht blöd, aber war so. Und die war in zwei Hälften teilt. Obere Hälfte, untere Hälfte vom Gesicht. Ich habe die erste Hälfte mal raufgekriegt, die zweite Hälfte versucht drauf zu bekommen und dann ist die andere Hälfte runtergeklatscht. War nicht so nice, nein. Aber ich würde die mir auch nicht nachkaufen. Es war gut, weil mir wurde dann nicht so kalt wie nach einer Duschmaske, aber ich würde die mir nicht nachkaufen. Es hat doch nicht so einen Effekt gemacht, wo ich jetzt sagen würde, die brauche ich unbedingt wieder.
Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht von der Marke. What a fail. Den habe ich, glaube ich, sogar noch als Backup. Ich hoffe es, weil den mag ich sehr, sehr gern. Ah, dann habe ich eine Handcremeprobe aufgebraucht von La Vera, aber die hat mir viel zu sehr nach Naturkosmetik gerochen und da gehen die Rahmen aufeinander los. Und deswegen würde ich sie mir nicht in groß kaufen. Ich habe auch sowieso genug Handcreme, also ja. Dann habe ich eine Maske aufgebraucht von Hildegard Brockmann und die fand ich auch schlecht. Weil die hat mir überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Weil ich habe ja so viele Rötungen im Gesicht, deswegen habe ich mir gedacht, okay, die ist zwar für Cooper Rose, aber vielleicht hat es deswegen nichts gebracht. Dann habe ich noch zwei Sachen hier. Einmal eine Probe von dieser Wahre Schätze Haarmaske. Die fand ich aber nicht so gut wie die rote. Also die würde ich mir auf gar keinen Fall nachkaufen, obwohl ich habe eh so viel Zeug. Eigentlich müsste ich mir gar nichts nachkaufen. Dann habe ich noch die Freeman Maske Anti-Stress aufgebraucht. Die sieht so aus. Ihr wisst ja, ich liebe die Freeman Masken. Ich sollte mal wieder nach Tschechien, weil ich habe nicht mehr viele. Aber ja. Dann habe ich noch die Cremeseife Kokosmilch aufgebraucht und die finde ich echt gut. Die habe ich jetzt auch, also noch nicht ganz aufgebraucht, aber ich finde die wirklich gut und ich würde die mir sogar nachkaufen. Dann habe ich einen Duschschaum leer gemacht von Kneipp. Den hatte ich nicht so lange, wie ich dachte, aber der war wirklich, wirklich gut. Und ich habe Gott sei Dank noch ein Backup für den Sommer, weil der passt ja nicht eigentlich in die jetzige Jahreszeit. Aber den fand ich echt gut. Nochmal Wartebett, sehr aufregend. Dann habe ich eine Duftprobe leer gemacht von Burberry Black. Den mag ich sehr, sehr gerne. Den würde ich mir auch in groß kaufen, wenn ich nicht so viel hätte. Aber ich möchte mal auch ein paar Proben auch aufbrauchen. Oh, jetzt klebt mein Auge. Dann habe ich hier ein Shampoo aufgebraucht. Das hat es eine Weile gebraucht, sorry. Aber das fand ich auch nicht gut. Also das würde ich mir auch nicht in groß nachkaufen. Das war mal in so einer Überraschungsbox von der Arbeit. Also beziehungsweise haben wir das mal so zwischendurch mal geschenkt bekommen. Und ich fand es irgendwie nicht so gut, aber ja, liegt wahrscheinlich an mir. Dann habe ich noch ein Badezusatz aufgebraucht. Der sieht so aus. Ihr wisst, dass ich den mag. Also ich liebe den. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup und den gibt es ja aktuell wieder. Also sollte ich ihn mir vielleicht nachkaufen. Oder ich warte, bis er reduziert ist. Wäre vielleicht gescheiter. Dann habe ich das Micellenwasser von Yves Rocher aufgebraucht. Das mag ich sehr, sehr gerne, aber in dieser großen Flasche gibt es das nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt ein anderes und mit dem bin ich überhaupt nicht zufrieden. Aber wenn, würde ich mir das wieder nachkaufen, wenn es das in groß geben würde. Dann habe ich von Lancaster das Gesichtswasser aufgebraucht und ich habe das Gefühl, dass ich von dem so Pickel gekriegt habe, aber ich bin mir nicht sicher. Ich mag das nämlich überhaupt nicht. Es wäre günstig, deswegen wollte ich es unbedingt probieren, aber es, glaube ich, passt mit meiner Haut irgendwie nicht zusammen. Dann habe ich ein Schaumbad aufgebraucht von Terra Naturi, das mag ich auch überhaupt nicht und ich trottel habe mir so viele gekauft, weil die um 50 Cent reduziert waren. Ja, werde ich noch aufbrauchen, aber die gibt es ja dann sowieso nicht mehr, weil die sind aus dem Sortiment gegangen. Dann habe ich ein Fixierspray leer gemacht von Love, den fand ich jetzt nicht so gut wie den, der mattiert hat. Der mattiert hat, war viel, viel besser, aber ich habe jetzt gesehen, dass es sogar bei DM rausgeht, das Love, also ja, aber ich wollte den mir reduziert nochmal kaufen, den Matten. Aber wenn es es eh nicht mehr gibt, dann bringt das nichts mehr, würde ich jetzt mal sagen. Dann habe ich noch meine Reinigungstücher aufgebraucht, die ihr eh auswendig kennt, die ich mir wieder nachkaufen muss. Dann habe ich noch die, von Freeman, die andere Maske aufgebraucht. Wie heißt die nochmal? Auf jeden Fall ist das die mit dem Zuckerpeeling drinnen. Und die fand ich wirklich gut. Ich glaube, ich habe die sogar in groß, glaube ich. Dann habe ich den MAC Make-up-Entferner aufgebraucht, ja, weil diese Lippenstifte von Too Faced kriege ich auch nur so runter, leider. Ich habe mir den jetzt nachgekauft, ja, und ich hoffe, dass ihn Back to MAC zurücknimmt, weil ich habe schon sehr viele davon. Dann habe ich eine Mascara aufgebraucht, die ich am Anfang urgut fand, aber die ist schon total austrocknet. Und deswegen hat sie nicht einmal mehr für die unteren Wimpern was gebracht und das war die von Yves Rocher, diese 360 Grad Mascara. Ja, war nicht schlecht, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, weil ich habe noch genug Mascara zu Hause. Dann habe ich noch zwei Ampullen aufgebraucht von meinem Adventskalender, den ich hatte. Diese Rich Caviar und die Oxygen Lift habe ich aufgebraucht. Ich schmeiß die nur da in den Sackerl zurück. Dann habe ich meinen Katy Perry Duft aufgebraucht. Das war dieser rosane. Der ist mir mal voll runtergeknallt in der Arbeit. Ich hatte den nämlich im Spind drinnen. Und ich mag diese Form auch nicht, weil man die überhaupt nicht hinstellen kann. Aber er war gut. Man riecht ihn auch nicht mehr. Er war wirklich gut. Ich mochte ihn sehr gerne. Ich meine, man sieht jetzt nichts. Er schaut wirklich scheiße aus. Der ist voll runterknallt am Boden. Ich habe so ein Glück gehabt, dass mir die Flasche nicht kaputt gegangen ist.
Weil das hier böse geendet, glaube ich. Dann habe ich nur noch zwei Sachen, da sind wir durch. Gott sei Dank, ich habe nicht mehr lange Zeit. Das ist der Marc Jacobs Duft, der Dekadenz. Ich liebe den. Das war jetzt nur eine Probe, aber ich habe den noch in groß, in 30 Milliliter. Der ist so gut, ich liebe den. Früher mochte ich den nicht an mir, aber jetzt mochte ich den wirklich gern. Ich habe nur keine Ahnung, wann ich meine große Größe verwenden werde. Ich habe davon noch eine Probe, glaube ich. Aber ich würde mich freuen, wenn ich ihn bald benutzen könnte. Aber ich glaube, er passt eher für den Winter. Für den Sommer wird er nicht passen, weil er zu stark ist. So, aber ich will versuchen... Oh, jetzt knall ich mir den Primer ins Gesicht. Ich will aber versuchen, ein paar Sachen, also ein paar Düfte leer zu machen. Ich habe so viel. Ja, dann als letztes habe ich einen Sleek Primer aufgebraucht. Soft Focus Finish finde ich jetzt nicht, aber okay. Er war okay, aber ich glaube, ich würde ihn mir nicht nachkaufen. Ich glaube, das war auch ein Tester von der Arbeit, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube... Aber er schießt mich nicht, deswegen. Also ich glaube, das war ein Test, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mochte ihn schon, aber ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich mag halt keine Primer, die in der Dube sind. Ich habe jetzt auch zwei Lancôme und ich mag das irgendwie nicht. Aber mal gucken. Wenn ich noch keinen Ersatz finde, dann werden wir mal schauen, ob ich mir den wieder nachkaufe. Das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt ein bisschen schnell war. Aber ich muss ein bisschen Gummi geben. Mein Hundi schaut da hinten nur komisch. Ja. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr aufgebraucht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!